Und da wären wir auch schon wieder. Ich habe in der Zwischenzeit mal spaßeshalber den Speicherstand Nummer 18 geladen von meinem letzten Playthrough. Da waren wir noch in Ebene 4 und haben noch gar keinen der Bereiche betreten. Also wir sind recht gut in der Zeit, möchte ich mal sagen. Wir sind ja schon mit Ebene 5 durch und sind gleich auf Ebene 6. Also ja, doch, es hat die Vorteile, alle Rätsel zu kennen und alleine zu kämpfen, ist nicht wirklich viel schwieriger. Das heißt, wir flitzen jetzt einfach mal weiter und gucken, was in der nächsten Ebene ist, beziehungsweise war. Und die Druckplatte, da kenne ich doch. Und da hinten steht jetzt irgendwas von Haha, du bist gefangen. Wenn wir jetzt da reingehen, kommen gleich drei Spinnen um uns rum. Das heißt, ich flitze einfach weiter. Und irgendwo gehen Mauern auf, wo dann unser erster Oger rauskommt und noch ein paar andere Überraschungen. Das heißt, sind wir gut vorbereitet. Wir sollten nochmal den Mörser und Meißel mitnehmen. Wenn wir da schon eingesperrt sind, will ich wenigstens in der Lage sein, neue Tränke zu brauen. So, die Flasche kommt auch noch mit und Heilkräuter sollten wir auch mitnehmen. So, das soll jetzt mal reichen. Und genau, das Licht geht aus. Ist gutes Timing. Besser jetzt, als wenn wir vor den Spinnen fliehen. So, jetzt nochmal runter. Und einfach durchlaufen. Lauf, 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 lauf. Wow, die ist in uns gespawnt. Das kann nicht besonders angenehm gewesen sein. Für uns beide nicht. Wow, zwei Schläge für Spinnen. Das ist doch mal ordentlich. Wow, wo kommst du denn her? Also, zwei Schläge für Spinnen, wenn man volle Stamina hat und die richtigen Angriffe kommen. Zack, das war die falsche Spinne. Die hier ist schon angeschlagen. Seid ihr irgendwie schneller geworden oder irgendwie rasend die für meinen Geschmack gerade wesentlich schneller als sonst? Und ich, wow, ich wollte gerade sagen, und ich höre was anstürmen. Mit dem wollte ich jetzt nicht kämpfen, zumal wir keine Ausdauer haben. Das heißt, einfach dran vorbeilaufen. Komm, 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 komm. Und zumachen. Voilà. Aber ich höre hier auch wieder irgendwas rumkriechen. Das heißt, wir sollten ein Auge auf unsere Heiltränke haben. Da schimmert irgendwas durch. Ha, aber der Bereich hier scheint sicher zu sein. Überall sind Türen, die wir zumachen können. Hier haben wir einen schönen 2x2 Raum. Dann schlafen wir doch mal hier, um das Gift loszuwerden. Und haben bestimmt gleich wieder einen Traum, oder? Nee, komischerweise nicht. Ich dachte, das wäre auf jeder Etage gewesen. Aber so kann man sich irren. Das Gift ist ja immer noch da. Na komm, weg, weg. Ha, na also, das passt doch. So, was sagt die Karte? Da ist der Raum mit dem bösen großen Oger. Hier stand irgendwo was an der Wand. Die verfluchten Hallen. Oder die heimgesuchten Hallen. Nee, ich guck mal, was hier so komische Geräusche macht. Schnecken! Bingo, das war der Raum, wo das Essen respawnt. Also, die Schnecken respawnen und das Essen droppen. Und sind das irgendwie mehr geworden? Ich dachte, das wären nur 2, 3 gewesen. Aber ja, der Raum ist für dieses Place so ziemlich interessant. Denn wir haben so schon mehr als genug Essen. Aber wir können ja einmal alle umbringen und dann hier nach Secret suchen. Außerdem sitzen ein paar Erfahrungspunkte. Zack. So, und dich noch. Inzwischen können wir schon ein bisschen gucken. Da geht's weiter. Die nehmen wir mal raus. Überall liegen Schneckenteile, aber die interessieren uns nicht. Keine Schalter. Au. Oh, ich konnte mich gar nicht daran erinnern, dass ich noch weiter ging. Ich dachte, es wäre nur ein Raum gewesen, wo die Schnecken drin sind. Hm. Ah, die Maze of Madness. Da bin ich damals recht schnell durchgekommen. Ich weiß nur nicht mehr, wie die Kombination war. Fangen mal rechts an. Wir hätten den Kompass doch mitnehmen sollen.
Sind wir jetzt wieder beim Eingang? Ja. Also geradeaus, rechts, geradeaus. Geradeaus ist schon mal eine Sackgasse, da kommen wir immer direkt zurück. Vielleicht hier mal lang. Nee, dann kommen wir hier raus. Also das führt uns direkt hierher zurück und das führt uns hierher zurück. Also bleibt nur das Dingens da. Und das da und das da und das da hinten. Also das hat uns jetzt dahin teleportiert. Also kann... Oh, ein Schalter. Der wieder irgendwo irgendwas gemacht hat. Ist hier noch irgendwo ein Schalter? Wirklich viel verändert hat, aber anscheinend nicht. Also der Teleporter bringt mich noch an die gleiche Stelle. Also der bringt mich zurück und der bringt mich zurück und der hier glaube ich auch. Ja, der bringt mich zurück und dreht mich ein bisschen. Na gut, also er hier. Jetzt sind wir irgendwo in der Mitte. Ich gehe mal Richtung Fesseln. Bin bei den Fesseln und gehe jetzt mal dahin. Also wieder fesseln, nicht da lang, sondern in die andere Richtung. Und bin durch. Na schön. Oh, da ist noch ein Knopf. Der wieder irgendwo irgendwas gemacht hat. Das liebe ich, ja. Oh, auf der anderen Seite ist auch noch irgendwas. Ja, das würde mich jetzt doch interessieren, was da ist. Das war falsch. Also wir müssen in den rechten Teleporter rein. Wenn wir in Richtung Fesseln gehen, können wir, wenn wir da lang gehen, also nach Süden gehen, kommen wir beim Norden raus. Wenn wir nach Norden gehen, kommen wir wieder hier hin raus. Und wenn wir nach Osten gehen, kommen wir auch hier hin. Oder sind das andere Fesseln? Nö. Also der hinter uns dreht uns einfach nur einmal um. Der bringt nichts. Der nach Süden bringt uns hier hin. Das heißt, von hier aus müssen wir jetzt irgendeinen Teleporter finden, der uns auf die andere Seite bringt. Das heißt, wir gehen einmal reihum. Nehmen wir den Teleporter hier. Bringt uns wieder zurück zu den Fesseln. Also der war das eben gerade, den wollen wir jetzt nicht. Jetzt nehmen wir mal den hier. Der bringt uns zurück. Den kennen wir nämlich schon. Da sind ja die Fesseln. Wenn wir von den Fesseln aus nach Osten gegangen sind, sind wir zurückgedreht worden. Also, der da ist es nicht, der da ist es nicht. Holen wir jetzt den hier. Der bringt uns ganz zurück. Das heißt... Der ist es nicht, der ist es nicht, der ist es nicht. Was mit dir? Der bringt uns wieder in die Mitte. Also wollen wir nicht mehr zu den Ketten. Das heißt, wir gehen jetzt von der Mitte aus mal nach Norden. Bringt nichts. Wir gehen von der Mitte aus... Wir sind gar nicht in der Mitte. Wir gehen von der Mitte aus nach Süden. Und sind genau da, wo ich hin wollte. Und da hätten wir einfach hingehen können anscheinend, weil hier gar kein Teleporter im Weg war. Ein Spirit Mirror Pendant. Das macht... Oh, 25% mehr Erfahrungspunkte. Das ist doch mal richtig, richtig, richtig nett, wenn man nur einen Charakter hat. Den werden wir durchgehend tragen, egal was wir finden. So, wo waren die ganzen Schnecken? Unser Held hat Hunger. Njam, njam, njam. Eins nehmen wir mit. Na gut, zwei nehmen wir mit. Und das Licht geht schon wieder aus. So, Licht. Kurz schlafen. Und dann müssen wir in die Haunted Halls. Oder waren das jetzt schon die Haunted Halls? Ne, die waren da. Also, Schild in die Hand. Das hört sich so an, als wenn da Untote wären. Also speichern wir mal kurz ab.
LP019A und gucken einfach rein. Immer schön im Hinterkopf behalten, wo die Tür ist. Die müsste da sein. Und ich höre Legionäre. Ja, das ist ja kein Problem. Solange wir noch Platz zum Ausweichen haben und das nicht Hunderte sind. Hör nix, hör nix. Hör was? Ha. Okay, hör wieder nix. Und bin jetzt schon gleich einmal rum. Hier ist aber bestimmt noch irgendwo ein Schalter. Oh, Druckplatten. Ich liebe Druckplatten. Gucken wir mal, was die da macht. Nix, wenn wir nicht selber rauftreten. Irgendwo geht irgendwas auf. Oh, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Hier brauchen wir eine Frostbombe. Denn die Druckplatte kann nur von einem Lebewesen ausgelöst werden. Und wir müssen dann hier hinhuschen. Deswegen ist der auch gleich wieder respawned. Komm mal mit. Ja, genau, du. Komm mal mit. Komm hier lang. Ich probiere einfach mal, den jetzt auf der Platte hier lang genug zu lassen, damit wir da hingehen können. Das heißt, ich locke ihn jetzt hier hin, dass er hier hinguckt. So, und lauf dann da lang. Nee. Wie sollen wir das ohne Bomben machen? Ich weiß, in meinem letzten Playthrough habe ich es mit der Bombe gemacht und in den Kommentaren stand dann, dass ein anderer das ohne geschafft hätte. Ich glaube, er hatte mir sogar gesagt, wie, aber das weiß ich jetzt nicht mehr. Ich warte, bis die ganz auf ist und husche jetzt einfach durch. Ha, na, ah, ha, ha. Nein. Das wird übel, übel, übel. Viele Heiltränke brauchen. Komm schon, kritisch. Ich trinke gleich mal einen Ausdauertrank, damit wir mehr Specials hinbekommen. So, erster Heiltrank. Und ich trinke doch keinen Ausdauertrank, weil den kriegen wir jetzt auch so hin. Komm schon. Ah, na gut. Also man musste einfach nur warten, bis die Tür ganz offen ist und dann schnell hier laufen. Und es geht noch irgendwo irgendwas auf. Ach, das war wahrscheinlich die Tür. Nee. Na gut, du machst die Tür auf? Ja. Ist hier noch irgendwo irgendwas? Nee, nur gleich ein Söldner. Das heißt, wir haben einen Heiltrank verbraucht und haben hier zwei Heiltrankkräuter neu gefunden und einen Schlüssel. Das ist doch ein guter Tausch. 1 gegen 2, das passt. So, du darfst nochmal sterben. Ist ja nicht so, als wenn du schon zweimal gestorben wärst. Also, einmal richtig gestorben und dann zweimal hier durch unsere Hand. So, da unten geht's noch weiter. Aber vorher schlafe ich einfach mal. Und gucke, ob wir von irgendeinem Speer gestört werden. Aber das sieht gut aus. Und wofür waren jetzt die ganzen Eisenschlüssel? Es kann sein, dass ab diesem Zeitpunkt wir Schlüssel bekommen, die wir nicht unbedingt einsetzen müssen, sondern auch bewahren können. Aber ich dachte eigentlich, das wären goldene gewesen. So, laut Karte waren wir jetzt überall. Wenn hier Secrets sind, müssen wir die nachholen. Denn ich wollte nicht die letzte Minute der Folge damit verbringen, die Wände abzuchecken, sondern ich wollte zurück zu dem Oger. Oder Troll oder was auch immer. Und da in den Bereich mal reinschauen. Dass wir dann in der nächsten Folge gleich einen neuen Bereich betreten können. Walkabout. Ach, das war das im Kreislaufen. In der richtigen Reihenfolge. Das mache ich aber nicht, wenn ein Oger hier drin rumtanzt. Noch ein Unterbereich für uns. Ah, ein Spinnenunterbereich. Nee, 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 nee. Da kamen wir runter. Ich hätte gern irgendwas anderes. Oh, die Halls of Fire. Das dürfte doch richtig, richtig, richtig nervig werden. Denn hier gab es eine Stelle, wo Feuerelementare respawnen. Bei nämlich ganz vielen Gruben, wo ich zigmal runtergefallen bin. Also das verspricht lustig zu werden. Ha. Ha. Speichern. Und LP019B. Und bis gleich.